Hallo Retro-Freunde, herzlich willkommen! In diesem Video geht es, wie ihr in der Vorschau schon gesehen habt, um ein Review und Unboxing einer Hörspiel-Klassiker-Legende aus den 70er Jahren, der Hexe Schrumpeldei. Los geht's! So, die Hexe Schrumpeldei also. Die Hexe Schrumpeldei ist eine Hörspielserie aus dem Hörspiel-Label, aus dem Hörspiel-Label der Hörspiel-Labels Europa. Die Serie wurde, kurz umrissen, zwischen 73 und 79 in 11 Folgen produziert von Heike Dini Körting, der Hörspielgöttin schlechthin. Die Folgen kamen dann natürlich zu der Zeit als Hörspielplatte, also als Schallplatte, als auch als Hörspielkassette auf den Markt. Ich habe hier mal so einfach, damit man das mal sieht, eine Platte aus meiner Sammlung hier. Das ist die Folge 3, genau, das ist die Hexenschrumpel der Folge 3. Ich liebe diese Cover hier. Ja, dann als Beispiel oder als anderes Beispiel nochmal die Folge 4 auch nochmal. Ja, einfach mal so zur Ansicht. Natürlich gab es die Folgen nicht auf CD. Ich habe die Folgen auf Platte, also auch auf Kassette. Ich glaube, soweit auch vollständig. Aber wie gesagt, auf CD gab es sie natürlich nicht. Und als die Hexe Schrumpeldei Folgen auf CD rauskamen, das war nämlich im Jahr 2018, hat Europa eine Box gelauncht. Was ich nachher festgestellt habe, es war eine limitierte Box mit allen 11 Folgen auf CD in einer schönen Box. Ich wollte sie mir holen, habe zu lange gezögert, die Box war vergriffen. Ich weiß nicht, wie hoch die Auflage war, aber groß kann sie nicht gewesen sein. Und was soll ich sagen, die Preise sind in die Höhe geschnellt, ja, die Box ist auf einschlägigen Online-Plattformen für 200 Euro und mehr weggegangen, für 11 Hörspiele auf CD, ich habe gesagt, nein, das ist nicht meins, dann behalte ich, wie gesagt, oder dann höre ich weiterhin meine Schallplatten und meine Kassetten. Und was soll ich sagen, jetzt ist diese Box wieder rausgekommen, also so limitiert war sie dann anscheinend doch nicht, und zwar die gleiche Box wieder erhältlich, überall im gängigen Online-Handel, sage ich mal, ja, für um die 25 Euro. Und dann habe ich sofort zugeschlagen. Diese Box möchte ich jetzt einmal mit euch unboxen. Ich möchte euch die Cover der Hörspiele einzeln mal zeigen. Und dafür stelle ich jetzt die Kamera kurz um und wir sehen uns sofort wieder. Und da sind wir schon wieder. Wie gesagt, hier habe ich habe nochmal als Unterlage nochmal zwei Hörspiele auf Schallplatte dahinter gelegt. Dann sieht das ein bisschen schöner aus. Und hier habe ich die gute Box. Ja, die Box ist wie gesagt original von Europa, ist jetzt quasi die Zweitauflage, steht aber immer noch, wenn man das unten sieht, produziert Jahr 2018. Also ist es jetzt nicht 2021, sondern wirklich 2018. Das heißt, es handelt sich wahrscheinlich um die Box, die damals wirklich als limitiert angeboten wurde. Ich habe hier nochmal stehen, alle 11 Hörspiele aus den 70er Jahren. Wie gesagt, wurde produziert 73 bis 79 und auf 11 CDs. Das heißt nicht mehrere Hörspiele auf eine, auch kein MP3 und so weiter, sondern halt wirklich CDs. 11 Stück an der Zahl, jedes Hörspiel eine. Und hier unten sieht man auch nochmal Buch Eberhard Alexander Burg. Ja, er hat noch eine größere oder bekanntere Hörspielreihe geschrieben, und zwar war das Huibu, das Schlossgespenst. Ja, ist ebenfalls von Eberhard Alexander Burg. Regie Heike Dine Körting, wie gesagt, Musik Tonstudio Europa. Und wichtig hier in der Box, es sind die Original-Hörspiele. Es sind nicht irgendwelche Neuauflagen, was bei Europa ja öfters mal vorkommt, aufgrund von irgendwelchen Rechtsverletzungen oder ausgelaufenen Verträgen oder was auch immer, dass sie andere Musik verwenden müssen, Musik rausschneiden müssen. Bestes Beispiel sind die drei Fragezeichen, wo die Neuauflagen der alten 30, 35 Folgen oder 41 Folgen ist es, glaube ich, nicht die Originalmusik mehr verwenden dürfen, aufgrund von einem Rechtsstreit mit dem Komponisten Carsten Bohn. Von daher sind die Folgen auch wirklich, die Neuauflagen für mich nicht anhörbar, weil ich halt einfach ja, diese Musik, diese alte Musik mit diesen Folgen verbinde. Hier ist es so, wie gesagt, diese Hörspiele sollen ungekürzt sein mit Originalmusik, also so, wie sie früher rausgekommen sind. Und ja, ich mache das Ganze jetzt einfach einmal auf. Hier unten ist schon so eine kleine Ecke ab. Dann kriegen wir es halt einfach schön auf. Ja.
Schön auf, hätte ich nicht sagen sollen. Doch, jetzt geht's. So. Wie gesagt, diese Box gibt es jetzt für um die 20, 25 Euro. Ja, das ist ein Muss für einen Hörspielfan, wie ich es bin halt. Ja, auch wenn ich, wie gesagt, das Ganze auf Schallplatte, auf Kassette habe, auf CD, hat es mir gefehlt. Ich bin nicht so der große CD-Hörer, sage ich mal, aber in diesem Falle, um alle Hörspiele zusammen kurz und knapp halt in einem schönen Boxchen präsentieren zu können, habe ich mir das für geholt. Und 25 Euro für 11 CDs finde ich jetzt wirklich nicht so viel. So, da haben wir den Deckel schon mal ab. Und dann haben wir, wie ihr seht, die CDs. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alle, das gefällt mir nicht ganz so. Alle in einem, ja, wahrscheinlich, ich hole mal die Folge 1 raus. Ist die gleiche Folge, das gleiche Cover wie vorne auf der Box auch. Ja, genau. Es ist eine Papphülle. Und ich habe immer Angst, dass die CD halt verkratzt beim Rein- und Rausholen. Deswegen überlege ich mir, die vielleicht woanders da reinzutun, um die CDs zu schützen. Ja, hier sieht man nochmal die CD selbst. Da steht auch das Erscheinungsjahr 1973. Ja, ist die erste CD rausgekommen. 2018 wurde das Ganze auf CD gepresst. Ja, CD von unten sieht aus, wie eine CD von unten aussieht. Die Rückseite von dieser Pappschachtel zeigt halt im Prinzip auch die Rückseite von der Hörspielplatte und von der Kassette. Hier sind die ganzen Leute drauf, die ganzen Sprecher drauf. Ja, der Erzähler ist Hans Petsch, also der Märchenonkel schlechthin von Europa. Ja, dann gibt es die Hexe Schrumpeldei, Marga Marsberg hat die gesprochen. Schrumpelmai ist ihre Tochter. Ja, dann gibt es den Papagei Stumpfenstiel und diese drei spielen eigentlich in jeder Folge immer mit. Es ist echt Nostalgie pur für mich. Ja, die Folgen gehen steht auch hier nochmal um die 40 Minuten etwa. Ja, und hier steht irgendwas vom Qualitätshinweis. Das heißt, sie haben diese Platte aus der Europa-Kinderserie zeichnet sich aus durch reizvolle, originalgetreue Hörspielform. Ja, also wie gesagt, das steht auch auf der Schallplatte drauf. Das heißt, Europa hat quasi die Hülle 1:1 kopiert. Finde ich mega gut. Ja, Folge 1. Dann gibt es das Artwork von Folge 2. Ja, da wird auf dem Besen geritten. Ich finde diese Artworks wirklich toll gezeichnet. Ja, ich finde die richtig klasse. Dann haben wir hier... Hier steht nochmal die Illustration, also das hat Hans Müller gemacht, ja, ist mir jetzt nicht so ein Begriff. Verzeiht mir, wenn jetzt einer sagt, um Gottes Willen, den muss man doch kennen. Aber wie gesagt, ich finde diese Artworks mega gut. Ja, die Hexe Schrumpeldei 2 mit neuen Hexereien, Folge 2. Folge 3, da ist die Hexe wieder ein paar kleine Kinder, die ihr zugucken. Und sieht es jetzt nicht so ganz, ob die hinter einer Tür sind oder ob die hinter einem Vorhang sind. Auf jeden Fall guckt er hier so, als ob er durch ein Fenster schaut. Ja, die Hexe am Webrahmen. Hexe Schrumpeldei Teil 3 und ihre größte Hexerei. Ja, die Folge ist schon von 1975. Ja, geht auch wieder 34 Minuten. Auch wieder ein wunderschönes Cover. Folge 4 habe ich auch hier liegen. Ja, da sieht man es nochmal, das Cover ist 1:1 das gleiche, dasselbe, ja. Wunderschön gemacht, wunderschön beibehalten. Hier hat man nicht versucht, irgendwas halt moderner zu machen, irgendwas abzudaten für die neue Generation oder sowas. Man ist hier bei den alten Sachen geblieben. Finde ich sehr schön. Hier sehe ich auch, Jens Wawrczeck spricht hier. Das ist der Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Der spricht hier den Bernd. Ja, auch sehr schön. Sehr viele bekannte Sprecher immer mit dabei. So, die Hexe Schrumpeldei Teil 5. Ja, die Hexe mit ihrer Tochter wiederum, dem Papagei. Ja, und Folge 5 nennt sich die missratene Geburtstagshexerei von 1977, das Ganze. Ja, auch wieder sehr schönes Cover, sehr schön gezeichnet. Es bleibt dem Stil treu bis zum Ende. Ja, vollkommen toll, weil finde ich wahnsinnig gut gelungen. Ja, Folge 6, hier mit der Kutsche. Ja, das sieht so klasse aus, ja, so schön gezeichnet. Ja, der wilde Hexensabbat ist Folge 6. Ja, auch hier Marianne Kehlau dabei. Ja, wie gesagt, das sind die Creme de la Creme der 70er Jahre Hörspielsprecher.
die hier vertreten sind. Ja, hier Hexentanz, ja, Folge 7. Wie heißt die? Natürlich Walpurgisnachthexerei. Ja, auch ein schönes deutsches langes Wort. Hier haben wir auch wieder ganz viele. Heinz Meinhardt spielt hier wieder mit. Ja. Also wie gesagt, es ist Wahnsinn. Ich lese jetzt nicht die Inhaltsangaben durch. Wenn ihr Interesse habt, dann holt euch die CDs. Wenn ihr die Folgen noch nicht kennt, solltet ihr sie kennen, ja, und haben wollen. Jetzt sind sie wirklich zu einem günstigen Preis da. Jetzt muss ich nicht mehr gucken, dass ich einwandfreie Schallplatten bekomme, keine Kassetten mehr, die ausgeleiert sind und so weiter. Jetzt kann ich mir das Ganze halt zum normalen Preis, ja, gönnen. Ja, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Folgen habt, ob ihr Interesse halt habt an der Hexe-Schrumpeltei, ob ihr sie kennt überhaupt, ja, oder ob ich euch vielleicht jetzt neugierig gemacht habe, das Ganze mal anzuhören. Ja, hier Folge 8, der geheimnisvolle Turm. Andreas von der Meden ist natürlich auch der Hörspielsprecher, einer der Hörspielsprecher schlechthin, Gottfried Kramer. Ja, also echt Wahnsinn, hier, wo sie hier mit dem Pferd über das Schlosstor quasi springt, fliegt. Sehr schön. Folge 9, die Hexe Schrumpeldei. Hier sieht es nach Herbst aus, ja, Katze auf dem Dach. Papagei ist auch auf dem Dach, sie auf dem fliegenden Teppich. Und so heißt die Folge auch, habe ich gut gewiss, noch in Erinnerung, der fliegende Teppich. Ja, auch hier wieder sehr schön. Und hier die Folge ist schon von 1979, das heißt aus dem letzten Jahr. Ja, Folge 9. Folge 10. Hier geht es nochmal düster zu. Hier haben wir hier wirklich einen feuerspeienden Drachen, Alligator, was auch immer. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Es wird ein Drache sein, denn die Folge 10 heißt Drachenhexerei. Auch wieder, die geht sogar nur 29 Minuten, also wirklich mal was für schnell zwischendurch, um sich mal hinzusetzen, mal eine halbe Stunde auszuspannen und so ein tolles Hörspiel zu hören. Last but not least, Folge 11, der Hexe Schrumpeldei, auch das Cover, wie gesagt, gehalten, wie die restlichen halt auch, immer ein Stil, finde ich mega klasse, nicht abgewichen, ja, und heißt der starke Lukas. Auch von 1979, wie gesagt. In dem Jahr ging es leider zu Ende mit der Hexe. Finde ich schade. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Hörspiele gehabt. Aber das war's. Und was soll ich sagen? Es ist eine schöne Kindheitserinnerung, die ich habe, die ich jetzt halt auch auf CD mir jederzeit anhören kann. Ja, ich höre sie genauso gut noch auf dem Plattenspieler. Ja, aber wenn man mal irgendwo schnell was hören will oder sowas, ist eine CD natürlich ja, nicht komfortabler, aber man hört es schneller, sage ich mal, ja, anstatt halt die Platte erstmal sauber zu machen, die Platte aufzulegen. Das mache ich, wenn ich Ruhe habe, ja, dann lege ich mich zurück, dann genieße ich die Schallplatte. Und ja, die Box ist wertig gemacht, ja, es ist echt so ein Hochglanz, sage ich mal, ja, es ist stabil, ja, die Kanten, wie gesagt, sind schön, also es ist nichts kaputt gegangen, auch bei dem Online-Versand jetzt nicht, von daher, ja, das sollte das kleine Review und Unboxing gewesen sein. Ja, ich schalte jetzt nochmal kurz zurück und wir sehen uns gleich nochmal in Person. Und da bin ich schon wieder. So, wie hat euch das Video gefallen? Möchtet ihr mehr solche Reviews haben zu Hörspielen? Ja, sammelt ihr Hörspiel-CDs? Sammelt ihr Hörspiel-Schallplatten oder vielleicht sogar Kassetten? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Interessiert mich und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Retro-Rauner.